Diese Frauen haben alle das gleiche Problem. Sie leiden unter alten Jugendsünden, nämlich unüberlegt gestochenen Tattoos. Die Blicke sind bei mir und ja, es ist einfach super peinlich. Es hat keine Bedeutung für mich dadurch, dass ich es einfach aus dem Katalog ausgewählt habe. Das Selbstbewusstsein dadurch ist schon einen gewissen Punkt beeinträchtigt. Doch jetzt soll Schluss damit sein und er soll's richten. Dr. Walter Trettl, Chef der Cosmet-Klinik in Hamburg. Er ist der Doc, der seine Patienten tagtäglich von ihren Jugendsünden befreit. Egal ob Arschgeweih, Engelsflügel oder Herzchen. Die Patientinnen stehen in seiner Praxis Schlange. Die meisten haben ja die Vorstellung, es muss möglichst schnell weggehen. Und das ist das Entscheidende. Wir haben Dr. Trettl einen Tag lang begleitet und erlebt, was für Sünden manche Menschen sich einst zugelegt haben. Die erste Patientin Johanna Lemmermann ist extra aus Lübeck angereist. Schon 10 Jahre ist die 27-Jährige mit ihrem Tattoo unzufrieden. Obwohl es die Eltern verboten haben, hat sie es sich mit erst 15 Jahren stechen lassen. Damals fand ich es total toll. Mittlerweile bereue ich es, weil es hat keine Bedeutung für mich, dadurch, dass ich es einfach aus dem Katalog ausgewählt habe. Es ist ein asiatisches Zeichen. Ich habe mit der asiatischen Kultur eigentlich gar nichts am Hut. Und die Bedeutung ist auch nicht ganz klar. Deswegen geht es dem Tattoo jetzt an den Kragen. Um den Schmerz zu mildern, wird vorher ein Betäubungsgel aufgetragen, das rund 20 Minuten einziehen muss. Für Johanna ist es die erste Sitzung. Jetzt geht's gleich los und ich freue mich sehr drauf, wenn es endlich weg ist. Und ich denke mal, die Behandlung wird auch nicht so schlimm. Ich freue mich mehr aufs Ergebnis. Ich lasse jetzt erstmal einen kleinen, kleinen Schuss. So, okay. Geht das? Ja, total. Nur 5 Minuten dauert die Behandlung mit dem Picochure-Laser. Kostenpunkt rund 150 Euro pro Sitzung. Etwa 4-mal wird Johanna zu Dr. Trettl kommen müssen, um endlich tattoofrei zu sein. Insgesamt zahlt Johanna also rund 600 Euro. Ich bin erstmal sehr froh, dass ich es hinter mir habe. Merken tut man davon jetzt fast gar nichts mehr, keine Schmerzen, kein Wärmegefühl und fühlt sich eigentlich ganz normal an. Dr. Trettl ist der Experte für Tattoo-Entfernung. Aus ganz Deutschland reisen die Patienten an, um sich Comicfiguren, chinesische Schriftzeichen oder Tribals entfernen zu lassen. 70% der Patienten sind nach nur 4 bis 6 Sitzungen ihre Körperbemalung los. Die Entfernung eines mittelgroßen Tattoos kostet rund 1.000 Euro, oft das Vielfache des Tätowierpreises. Die nächste Patientin ist Bianca Döring. Die 34-Jährige möchte sich heute ihr 15 Jahre altes Tattoo am Bauch entfernen lassen. Bianca war nie mit den Motiven zufrieden und hat sie deswegen immer wieder überstechen lassen. So, und dann habe ich mir hier einen Schriftzug machen lassen. Da kennt man noch dieses GEL, das hieß Angel. Und dann bin ich zu meiner Oma, das weiß ich noch, und die spricht kein Englisch und sagte also, Bianca, warum machst du dir denn Angel auf den Bauch? Und ich dachte, oh nein, mein Gott, Angel, stimmt, das kann natürlich auch sein, aber ich meinte doch Angel, bin also wieder zu dem Tätowierer. Ich sag, du, wir müssen da irgendwas drüber machen, aber so kann das nicht bleiben. Und dann hat der eine bunte Blume, die man hier noch so ein bisschen erkennt, drüber gemacht. Der dunkle Tattoo-Kloß am Bauch stört die Personal Trainerin vor allem im Sommer. Wenn man sich mit einer Sache nicht identifizieren kann, dann fühlt man sich komplett unwohl. Also ständig beobachtet, auch wenn vielleicht tatsächlich gar keiner guckt. Aber ich habe das Gefühl, am Strand 500 Menschen, die Blicke sind bei mir. Und ja, es ist einfach super peinlich. Während Dr. Trettl das Tattoo mit dem Laser bearbeitet, wird mit dem Luftschlauch gekühlt. Ich habe gerade das Gefühl, auf mir brennt so ein Lagerfeuer, so knistert es auch in meinen Ohren. Und es wird immer so ein kleines Stöckchen nachgeworfen, so komme ich mir gerade vor. Jetzt fehlt nur noch das Fleisch. Und dieses Lagerfeuer wird Bianca noch einige Male über sich ergehen lassen müssen. Nach nur 8 Minuten ist die erste Sitzung vorbei. Bei der nächsten Patientin Tina Evers lässt sich die alte Tattoosünde nur noch erahnen. Der helle Fleck auf der rechten Schulter war früher ein Drache. Die Schlange auf ihrem linken Arm darf bleiben. Die 42-Jährige hat bereits 5 Behandlungen mit einem alten Lasersystem hinter sich und 2 Sitzungen mit der neuen Technologie. Heute steht die letzte Behandlung an. Das Tattoo ist jetzt schon 22 Jahre alt, das heißt mit 20 habe ich es mir stechen lassen. Das waren damals andere Zeiten, da hat nicht jeder ein Tattoo gehabt. Und wir waren Motorradfahrer, wir waren richtige Rocker,
mit schwarzer Lederkluft und da war es was Besonderes, ein Tattoo zu haben. Insgesamt musste Tina rund 1.400 Euro für die Tattooentfernung hinblättern. Zum Vergleich, für das Tattoo damals hatte sie gerade mal 50 D-Mark ausgegeben. Noch wirkt das entfernte Tattoo etwas fleckig. Wichtig ist, dass ich die Haut von diesen Farbpartikeln befreie. Das sind dann nur noch einzelne. Man sieht das auch, wenn man drüber fasst jetzt. An diesen Stellen ist die Haut etwas geschwollen, an den anderen Stellen ist sie normal. Das Checking gibt sich von selbst im Laufe der Zeit. Auch Patientin Jennifer möchte ihr altes Tattoo unbedingt loswerden. Das Selbstbewusstsein dadurch ist schon einen gewissen Punkt beeinträchtigt, ja. Schon, weil es einem selber halt nicht so gefällt und dann möchte man das auch nicht wirklich zeigen. Angst vor der Entfernung muss die 26-jährige Hamburgerin nicht haben. Generelle Nebenwirkungen im Körper gibt es nicht, sind keine bekannt und eigentlich auch nicht zu erwarten. Dazu ist die Technologie auch schon viel zu lange auf dem Markt. Und auch morgen wird Dr. Trettl aus Hamburg viele Patienten von ihren alten Tattoo-Sünden befreien. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!